kommen wir nun zur fünften Frage. Wer war Jesus' Vater? Das ist einfach. Darth Vader. Warte doch erstmal die Antwortmöglichkeiten ab. War es A. David, B. Gott selbst, C. Josef oder D. ein Unbekannter? Wenn es Darth Vader nicht ist, dann muss es so sein, weil wir alle Kinder Gottes sind, war Jesus auch ein Kind Gottes. Also B. Gott selbst. Ja, du hast recht, wir sind alle Kinder Gottes. Aber wer war denn jetzt Jesus' leiblicher Vater? Ich weiß nicht, wer der leibliche Vater war. Also ist Antwort D die richtige Antwort, ein Unbekannter? Nein, Gott selbst ist der Vater von Jesus. Ich bleibe bei B. Okay, dann schauen wir mal, ob du recht hast. Und Antwort B ist richtig. Gott selbst ist der Vater von Jesus. Einen leiblichen Vater hatte Jesus nicht. Das sagen wir übrigens immer im apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.